Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir feiern also heute Wissenschaftspreise, die Verleihung von Wissenschaftspreisen. Damit würdigen wir Personen, die diese Leistungen für die Wissenschaft und damit auch für die Gesellschaft erbracht haben. Aber wir würdigen auch die Qualität eines Standortes. Und wenn es um Preise für den Donauraum geht, dann geht es hier um den Wissenschafts- und Forschungsstandort Donauraum. Es soll gezeigt werden, welche Leistungen hier möglich sind und stattfinden. Dieses Sichtbarmachen von wissenschaftlichen Leistungen, das ist auch eine der wichtigen Aufgaben der Universitäten, die damit auch ihre gesellschaftliche Wirksamkeit dokumentieren können. Wir zeigen mit diesen Leistungen, wie Wissenschaft für Entwicklungen der Gesellschaft beitragen kann und welche Antworten Wissenschaft auf die Herausforderungen der Gesellschaft zu geben vermag. So freue ich mich mit Ihnen auf den heutigen Abend, der der Würdigung der wissenschaftlichen Leistungen dient, und ich heiße Sie noch einmal alle herzlich hier am Campus Krems willkommen. Vielen Dank. Ich bin überzeugt davon, Europa und Wissenschaft sind Worte, die unglaublich gut zusammenpassen, sind auch Ausdrücke und Worte, die bei uns auch in der politischen Arbeit in Niederösterreich weiter prioritär behandelt werden. Beide Bereiche sind letztendlich für Niederösterreich als eine Region im Herzen Europas Zukunftsaspekte und Zukunftsbereiche. Denn mit Europa und Wissenschaft sind wir in der Lage, Brücken zu schlagen. Auf der einen Seite eine Brücke zu anderen Ländern, auf der Brücke zu klugen Köpfen und auch eine Brücke zu zukünftigen Chancen. Europa und Wissenschaft stärken Tugenden, die den Weg in die Zukunft ebnen, die da sind: Internationalität, Weltoffenheit, Kreativität. Und Europa und Wissenschaft sichern Wohlstand, Prosperität und Frieden. Und gerade das Letzte, meine sehr geehrten Damen und Herren, das möchte ich abschließend noch sagen, sollten wir nie aus dem Auge verlieren. Ich habe den Eindruck, dass gerade auf diesem Kontinent Friede mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden ist. Und alles, was selbstverständlich wird, läuft Gefahr, irgendwo abzudriften. Und wenn auch die Arbeit, die wir sowohl hier an dieser Universität als auch im Lande, wenn wir die Arbeit ernst nehmen, was die Zukunft anlangt, dann sollten wir nie müde werden, darauf hinzuweisen, dass der Friede keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass Friede tagtäglich, egal auf welcher Ebene auch immer, erarbeitet werden muss. Ich sage das ein wenig mit Emotion beladen, und zwar deswegen, weil mir bewusst ist, dass ich persönlich eine unglaubliche Gnade habe. Ich gehöre der aufgrund meines Geburtsdatums der ersten Generation an, die die Gnade und das Glück hatte, während des gesamten Lebens keinen Krieg erleben zu müssen. Und wenn das gelingt, das auch weiter in die Zukunft fortzuschreiben, dann, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann werden wir auch, die wir jetzt verantworten, unserer Verantwortung gerecht, nämlich dafür zu sorgen, dass die nächsten Generationen, unsere Kinder und Kindeskinder, auch in Freiheit, Wohlstand und Frieden leben können. Ich wünsche der Tagung alles erdenklich Gute. Ich wünsche der Donau-Universität sehr viel Erfolg auch weiterhin. Und ich wünsche uns miteinander, die wir für dieses gemeinsame Europa gewillt sind zu arbeiten, viel Erfolg. Ich danke Ihnen. Sehr verehrter Herr Landeshauptmann, lieber Erwin, sehr verehrter Herr Rektor, liebe Freunde, Exzellenzen, es ist eine große Ehre, mit Ihnen hier zu sein, und damit ich hier bei Ihnen bin, da gibt es nur zwei sehr, sehr wichtige Gründe. Und das erste Grund ist, dass ich
zu Land Niederösterreich und Donauraum, die das Land Niederösterreich als Zentrum hat, gehöre. Ich bin in ein Land geboren, die ein Donauland ist. Ich habe die Chance bekommen, ein Minister zu werden hier in Österreich. Ich habe die Chance bekommen, in Politik zu wachsen, hier in Niederösterreich. Ich war am Anfang meiner Mandate als Minister hier gewesen, am Ende meiner Mandate als Minister auch hier gewesen. Und ich war am Anfang meiner Mandate als Präsident hier gewesen. Und die Ende meiner Mandate ist auch hier. Und da gibt es überhaupt keine andere Erklärung dafür, aber dass ich zu Niederösterreich, zu Donauraum gehöre. Und ich werde immer mit Ihnen sein. Freunde, ich möchte nicht im Detail gehen, so viele Instrumente gibt es heute, damit wir unsere Ideen verwirklichen. Sie wissen sehr genau, dass die Donaustrecke über 263 Millionen Euro hat, aber auch Sie wissen sehr genau, dass über 580 schon Projekte da sind, über 100 Ideenprojekte zugelassen sind und die Ausführung läuft und wir planen heute auch weiter. Und die Mission ist klar, Donau als ein ökologischer, als ein wirtschaftlicher, starker Standort zu entwickeln. Ja, natürlich, bei dieser Donau-Strategie und bei unserer gemeinsamen Ausführung von Projekten steht auch der Joint Research Center der Europäischen Kommission. Ich freue mich unglaublich viel. Heute haben wir mit uns die höchstmögliche Vertretung der European Research Center und da können Sie auch mit Frau Witschewa nochmals über die Themen und die Projekte besprechen. Der JRC, der Joint Research Center, koordiniert Initiativen im Donauraum in sehr vielen Prioritäten, gehe ich nicht im Detail. Um die Joint Research Center auch, aber ermöglicht uns auch viel größere Rahmen von Finanzierungsmöglichkeiten zusammenzukommen. Und deswegen, liebe Freunde, wenn wir über die Donau-Strategie reden, als wir wissen, so viele Finanzinstrumente und andere Instrumente zur Verfügung stehen bei der Europäischen Union und für die akademischen Kreise, aber auch für die Gesellschaft, für die Geschäftsleute insgesamt und auch für die Gemeinden, dann sagen wir, wir haben etwas auf die Bühne gebracht, wir haben gearbeitet, wir haben geplant. Und über den Horizont 2020 schauen wir heute nach 2030. Und diese Förderperiode bis 2020 kann uns nur beflügeln, als wir die Zusammenarbeit genießen, als wir die ersten Donau-Strategieprojekte angefangen haben, viel ambitiöser zu sein und viel mehr zu planen und zu erwirtschaften. Und deswegen, liebe Freunde, der einzige Weg zur Prosperität der Donauregion ist natürlich der Weg der Zusammenarbeit, der Weg der Bildung und Wissenschaft, der Weg der Zukunftsinvestitionen. Unsere Region ist ein unumgänglicher Faktor und ist eine Wirtschaftskraft mit einem riesengroßen Potenzial. Gemeinsam sind wir stärker, sicherer und besser auf die Zukunft vorbereitet. Gemeinsam und nur gemeinsam können wir und werden wir für den Donauraum eine Entwicklung, eine Perspektive, eine Zukunft schaffen, aber auch wir werden Donauraum gestalten als eine Region von Frieden, von Zusammenarbeit und von wirtschaftlichen Fortschritt. Und ich stehe mit Ihnen gemeinsam, um diesen Ziel zu erreichen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, Magnifizenzen, lieber Winfried,
Ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Preis. Ich kann mich erinnern, als ich die Nachricht im Sommer bekommen habe, da war ich sprachlos. Bin es eigentlich heute noch, wenn ich an die Reihe tschechischer Wissenschaftler denke, in meinem Fach zum Beispiel Germanistik oder Geschichte, Geisteswissenschaften, die ihnen wahrscheinlich mehr verdient hätten als ich. Ich stamme aus diesem Raum. Donauraum wurde jetzt mehrmals schon genannt als politischer Raum, wirtschaftlicher Raum, als Raumstrategie. Ich betrachte den Donauraum als eine Erweiterung des älteren klassischen Begriffs Mitteleuropa und eher als einen Kulturraum, als eine gemeinsame, als ein gemeinsames Gedächtnis. Und der Donauraum ist mein Heimatraum. Und zwar sicher nicht nur deswegen, dass ich herstamme von zwei altösterreichischen Familien, die in Mähren und Schlesien beheimatet sind, sondern mein ganzes germanistisches Sinnen und Trachten war immer diesem Raum gewidmet, diesem Gemengsel aus österreichischem, deutschem, tschechischem, jüdischem, polnischem. Alle Bücher, Schriften, Aufsätze, die ich verfasst habe, haben sich irgendwie um diesen Raum gekümmert und mit diesem Raum beschäftigt. Von den Hunderten, wenn nicht Tausenden Büchern, die über diesen Raum geschrieben worden sind, ist mir neben dem Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil am liebsten die Tante Jolesch von Friedrich Thorberg. Friedrich Thorberg schreibt da von sich selbst: Würde man mich fragen oder würde man fragen, was vom Doppeladler übrig geblieben ist, würde ich antworten, ja, zum Beispiel ich. Ich glaube, dasselbe kann ich von mir selbst sagen und nicht nur von dem Abstammen her, sondern eben auch von meiner Tätigkeit. Deswegen finde ich mich ausgezeichnet vom Institut für Mitteleuropa und den Donauraum. Ich finde diese Auszeichnung als viel wertvoller als jeglichen Nobelpreis, muss ich hiermit sagen. Und am Ende noch einen kurzen Nachtrag. Auch diese Schiene wurde schon erwähnt von Winfried. Ursprünglich hat es geheißen, ich soll diese Rede auf Englisch halten. Bin erschrocken. Und zwar nicht nur aus dem Grund, weil mein Englisch furchtbar schlecht ist und nicht präsentabel, sondern vor allem deshalb, weil ich mir doch tatsächlich denke, dass Deutsche als ehemalige Lingua Franca dieses Raumes, als eine Sprache, die diesen Raum zusammengehalten hat und verbunden hat, sollte nicht verschwinden von hier, sollte nicht verschwinden aus Österreich, da wird es nicht so leicht gehen, dass man das Deutsche komplett verdrängt und durch das Englische ersetzt. In Tschechien ist es schon einfacher. Und deswegen will ich auch in der Zukunft meine ganze Energie, soweit mir noch etwas übrig bleibt, meine ganze Energie weiterhin diesem Kampf widmen, dass das Deutsche zumindest als Wissenschaftssprache der Geisteswissenschaften, als gemeinsame Kultursprache nicht verschwindet. Ich bedanke mich herzlich. Thank you.